Wir sind heute beim Gewerbeobjekt der Firma Farben Kubelka in Wildon und warten hier auf den Herrn Magister Kubelka, um mit ihm über seinen vorbildlich ökologischen Gewerbebau zu sprechen. Grüß Gott, Herr Kubelka. Grüß Gott, Herr Kukowitz. Ich möchte heute mit Ihnen über Ihr toll gewordenes Gewerbeobjekt sprechen. Freut mich, ja. Sie haben hier ein wirklich Vorzeigeprojekt hergestellt in Wildon, wo Sie auch Ihren früheren Standort hatten. Erzählen Sie uns ein wenig, welches Material wurde hier verwendet? Der 50er Ziegel von der Firma Comelli. Weil uns die Regionalität sehr wichtig ist und die Firma Comelli ist in Kirchbach, also es ist ein steirischer Ziegel aus unmittelbarer Umgebung. Ein wesentlicher Anteil an der baubiologischen Besonderheit des Objektes liegt schon in der Wahl eines ganz besonderen Grundbaustoffes begründet. Die Ziegelei Comelli aus Kirchbach behauptet sich als traditionsreicher und innovativer steirischer Familienbetrieb bereits in vierter Generation auf dem fast nur mehr von Großindustrie dominierten Ziegelmarkt mit einem besonderen Qualitätsprodukt. Es ist der Accotherm in verschiedenen Stärken und Ausführungen. Herr Comelli, wie lange bestehen Sie schon auf diesem Standort? Die Firma Comelli hat zwar einen italienischen Namen, ist aber ein steirischer Traditionsbetrieb. Wir werken hier an diesem Standort schon seit 1913. Meine Generation ist die vierte und alles noch in familiärer Hand. Ja, an unserem Standort sind wir an die 30 Mitarbeiter. Wir sind ein recht familiärer Betrieb. Wie gesagt, wir produzieren hier an dem Standort seit 1913 und wir beschäftigen uns mit der Herstellung von reinem Hintermauerziegelwerk. Das heißt, vom Mauerwerk, von kleinen Mauerziegel bis hin zu der 50er Wand und Ergänzungsprodukte wie Einhänge, Deckensteine, das ist alles, was man für den Rohbau braucht. Können Sie uns ein paar Vorzüge erklären, die Sie bei diesem Objekt mit Ihrem Accotherm 50er Ziegel eingesetzt haben? Ja, beim Projekt Kubelka, der hat natürlich aus eigener Erfahrung mit seinen Produkten ein großes Augenmerk darauf gelegt, wo die Baustoffe herkommen, woraus sie bestehen und natürlich welche Eigenschaften sie haben. Und wir haben da einen guten Konsens gefunden, das optimale Produkt in einem 50er Ziegel von Comelli. Da wir hier die größte Ausgewogenheit haben, aufgrund des Wärmeschutzes, aber auch in dem Masseverhältnis, das heißt, wir haben optimale Wärmespeicherung, das heißt, wir haben Schutz vor Überhitzung, vor Kälte, wir haben keine Einschränkungen, was die Feuchteregulation betrifft und einen sehr, sehr guten Schallschutzwert. Das heißt, alle diese Eigenschaften, die eigentlich dafür ausschlaggebend sind, dass man sich wohlfühlen kann. Ja, das ist schon ein sehr schönes Statement für einen Comelli-Wohlfühlziegel. Ihre Ziegelproduktion stützt sich ja auf einige wesentlichen Faktoren. Welche sind da? Naja, uns unterscheidet doch einiges und zwar haben wir hier hauptsächlich nur regionale Rohstoffe, die wir verwenden. Das heißt, wir haben kurze Wege, wir haben also ein mineralisches Produkt vor Ort am Rande der Vulkanlandregion. Wir verwenden rein biologische Porosierungsmittel, die uns helfen, den Wärmeschutz zu verbessern. Und wir haben im Produktionsprozess einiges dafür getan, um auch die bioenergetischen Eigenschaften, die wesentlich sind für das Raumklima und für die Selbstregulation und das Wohlfühlen des Menschen, geschaffen, die wir unter besonderen Aspekten damit betrachten. Und gleichzeitig haben wir aber auch in den letzten Zeiten einen wesentlichen Beitrag dahin geleistet, dass wir von den Energieeinsätzen her im Brennstoffbereich schon über 50% durch nachhaltige Biomasse decken können und aber auch, was den Strombedarf betrifft, 100% grüne Energieversorgung haben. Und das ist schon was Außergewöhnliches. Ich sehe hier, die Fundamente sind mit einer interessanten Platte gedämmt worden.
Was können Sie uns über diese Schaumplatte sagen? Wir haben mit einer Glasschaumplatte die Perimeterdämmung gemacht. Ist aus Recyclingglas, wird die hergestellt. Für uns war das die einzige Alternative, weil wir den Bau ohne irgendeine XPS-Platte oder EPS-Platte komplett herstellen wollten und auch keine Schäume verwenden. Wurde dieses Material sonst auch noch verwendet? Wir haben dieses Material auch für die Überdämmung der Fensterstürze verwendet und auch für die Flachdachdämmung. Soweit ich weiß, gibt es dieses Material ja auch als Schotter. Man kennt das unter Glasschaumschotter. Ist auch dieses Material bei dieser Baustelle eingesetzt worden? Ja, Glasschaumschotter haben wir unter der Betonplatte, unter dem Fundament verwendet. Einen wesentlichen Anteil zum Gelingen eines Bauprojektes tragen sowohl der Planer wie auch die bauausführende Firma bei. Baumeister Bartel und sein erfahrenes Team haben bei dieser beispielhaften Baustelle nicht nur Kompetenz gezeigt, sondern auch termin- und budgetgerechte Abwicklung bewiesen. Herr Baumeister Bartel, ich bin heute bei Ihnen auf dem Firmengelände. Wie lange gibt es Ihre Firma schon? Unsere Firma gibt es seit 65 Jahren, ist als Familienbetrieb von meinem Vater gegründet worden und hat sich immer der Zeit angepasst und den Anforderungen der Zeit, die also notwendig waren, um diese Firma so zu führen, wie sie heute geführt wird. Und wie viele Personen sind bei Ihnen beschäftigt? Ja, und insgesamt haben wir zurzeit ca. 130 Mitarbeiter, die also über die Firma, bei uns in der Firma angemeldet und arbeiten. Und wir beschäftigen auch noch Subfirmen, so dass wir ungefähr bis zu 200 Arbeiter und Mitarbeiter in der Saison zu versorgen haben. Das ist ja eine ganz schöne Leistung, das über so lange Zeit zu Wege zu bringen. Herr Baumeister Bartel, was war für Sie das Besondere bei der Baustelle QBK? Ja, die Baustelle QBK war deswegen so besonders, weil wir hier eine Kundschaft gefunden haben, die uns das Vertrauen geschenkt hat. Und wir von Anbeginn an von Vorentwurf über die Entwurfsplanung, Einreichplanung, über die Ausführung bis zur schlüsselfertigen Übergabe alles in eigener Hand fertiggestellt konnten. Sie haben den 50er-Tiegel von Comelli empfohlen. Was hat Sie dazu gebracht? Erstens einmal ist das, arbeiten wir schon sehr lange mit diesem Produkt. Wir kennen das Produkt schon seit Jahren. Und die Entwicklung dieses Ziels konnten wir schon seit Jahren weiter und mitverfolgen, sodass wir also sagen können, dass wir also ein sehr baubiologisch hochwertiges Produkt hier in der Hand haben, das auch auf die Homöostase des Menschen großen Wert und Rücksicht nimmt. Und wir eigentlich mit diesem Ziel recht gute Erfahrungen gemacht haben und auch jetzt noch machen. Was mir aufgefallen ist, Sie haben ja schon bei der Bauplanung auf die Dämmung der untersten Ebene geachtet. Was wurde da eingesetzt? Wenn man baubiologisch ordentlich arbeiten möchte, dann kommt hier also ein Glasschaum in Frage. Und der Bauherr, dem Bauherr war es sehr wichtig, dass wir auch schon von der Grundplatte weg, vom Untergrund weg, alle Dämmmaterialien mit Glasschaum bewerkstelligen und keinen PVC-Schaum oder sonstigen Bauschaum auf der Baustelle verwenden. Und es gab auf der ganzen Baustelle keine einzige Schaumtüte oder keine Dose. Und es wurde alles baubiologisch mit Zement, mit Mörtel, Kalk und mit Hanffasern ausgestopft und bewerkstelligt. Alle Anschlüsse der Fenstertüren und Rohrdurchführungen konnten so auch ordentlich und fachgerecht errichtet werden. Danke für Ihre Ausführungen. Wenn ich mir hier den Fenstereinbau anschaue, fällt mir auf, dass die Überdämmung ja noch nicht erfolgt ist. Was können Sie uns zu diesem Fenstereinbau sagen? Wir haben uns für Lärchenholzfenster von der Firma Gaulhofer entschieden, die wir über die Firma Asl bezogen haben. Beim Fenster ist ja der schwache Teil
nicht das Glas, sondern eher der Holz und der Übergang zum Mauerwerk. Deswegen haben wir den breiten 95 mm starken Stock genommen, mit einem Compreband eingebaut, und hier fehlt dann noch eine Leibungsdämmplatte, die als zusätzliche Dämmung hier aufgebracht wird, um diese Schwachpunkt zu minimieren. Die Leibungsdämmplatte wird dann mit dem Verputz eingeputzt. Heißt das, das Fenster wurde völlig ohne Schaum eingebaut? Richtig, ja. Mechanisch versetzt, verschraubt, und teilweise haben wir die Fenster auch gestopft. Und die Oberfläche, das ist so eine sehr schöne braune Lasur. Aus welchem Material besteht die? Das ist eine reine Naturöl-Lasur von der Firma Auro, das Produkt 160. Wir haben hier ein bisschen eine kleine Ausstellung von unseren Baustoffen, damit wir den Kunden auch zeigen können, wie wir gebaut haben. Hier sehen Sie zum Beispiel den 50er Ziegel von der Firma Comelli. Hier das Fensterprofil. Ein Stück weiter sehen Sie die Weichfaserplatten, mit denen wir das Dach gedämmt haben. Wie stark wurde diese Dämmung ausgeführt? Wir haben 26 cm Weichfaserdämmung, dann das Kaltdach, und dann haben wir auf eine sehr große Hinterlüftung mit 12 cm, bevor die Konterlattung und die Lattung dann kommt. Die ohne Fremdleim gebundenen Bavatex-Platten erreichen den höchstmöglichen sommerlichen Hitzeschutz. Die hautfreundliche Materialeigenschaft wird von allen Verarbeitern sehr geschätzt. Durch den reinen Einsatz von Holz ist auch eine spätere Entsorgung problemlos. Bavatex-Platten binden das CO2, das der Baum in seiner Wachstumsphase aufgenommen hat, und ist damit ein wichtiger Baustein bei der Erfüllung der Klimaziele. Die Zimmerei und Holzbaufirma Mali aus St. Martin im Sulmtal hat in bekannter und gewohnter Weise für den perfekten Dachstuhl gesorgt. Die Firma Mali brachte auch das Dämmmaterial von Bavatex, das von der Firma Zengerer in Graz geliefert wurde, zum Einbau. Hier sehen Sie den Hanf, mit dem wir die Fenster gestopft haben. Hier haben wir geblähtes Vulkangestein, Perlite, für die Bodendämmung. Unter dem Holzboden haben wir Perlite verwendet. Thermophil. Für kraftschlüssige, lastfreie Dämmung zwischen Holzstaffeln. Sie finden die komplette Verarbeitung, Tipps und Hinweise auf jedem Sack. Thermophil aufschütten und über die Holzstaffeln abziehen. Und fertig ist der optimal gedämmte Hohlraum. Schnell und rationell. Typisch Europerl. Hier haben wir nochmal den Glasschaumschotter für die Fundamentdämmung. Auch bei der Flachdachdämmung haben wir dieses Material verwendet. Die Firma Skoff, auch ein Betrieb aus der Nähe, hat 3x8 cm Platten als Dämmung in Bitumen heiß verklebt. Und so haben wir ein sehr dichtes, ökologisches, wärmegedämmtes Dach. Das ist wirklich ein Produkt, das die nächsten 100 Jahre überdauern wird. Herr Schoff, Sie haben bei der Baustelle Kubelka Glasschaumplatten verwendet. Wie stehen Sie zu diesem Produkt? Ich muss sagen, es hat uns eine große Freude gemacht, dass wir das Material verwenden haben dürfen. Das ist langlebig, alterungsbeständig, frostsicher, druckfest. Und vor allem dichtes Dach, auf Dauer dichtes Dach.
Man kann also wirklich getrost sagen, das ist gleich lang haltbar als das Bauwerk selbst. Genau. Als Pulsdacheindeckung haben Sie welches Material verwendet? Da wurde der Klein Stettner Sturm Verschiebeziegel von der Firma Dondag verwendet. Der Herr Kubelka wollte ein langlebiges und wettbeständiges Dach und das haben wir empfohlen von der Firma Dondag. Er hat an der Vorgeschichte von dieser 12 cm Unterdacherhöhung gesprochen. Macht das besonderen Sinn, dass man etwas höher die Hinterlüftungsebene ausführt? Ja, vor allem, also, es ist ein flaches Dach und umso mehr Hinterlüftung, umso besser ist es für das ganze Kaltdach und für die ganze Isolierung im Innenbereich. Also hat großen Sinn gemacht. Ja. Ich danke für das Gespräch. Bitte gerne. Ich sehe hier im Hintergrund noch ein Gewebe, das mich anlacht. Was können Sie uns darüber erzählen? Dies ist ein Flachsgewebe, das wir bei dem Außenputz verwendet haben, um rissfrei arbeiten zu können und auch bei dem Lehmputz im Innenbereich bei exponierten Stellen, bei Fensterleibungen haben wir dieses Gewebe verwendet. Das sind wirklich durchwegs baubiologische Materialien, die auch vom Haus der Baubiologie empfohlen werden. Und diese ganze Wand ist jetzt Lehmputz. Ja, hier haben wir Lehmputz mit Kalkfarbe zweimal gemalt, beziehungsweise diesen Bereich haben wir roh gelassen, um den originalen Lehmton zu erhalten. Wir haben jetzt über die Baumaterialien ausführlich gesprochen. Wie sind Sie mit Ihrer Lichtqualität zufrieden? Wir sind sehr zufrieden mit unserer Lichtqualität. Wir haben uns für ein sehr innovatives Beleuchtungssystem entschieden. Es sind Lampen mit einem speziellen Reflektor und einer noch spezielleren Folie, die eine sehr hohe Lichtausbeute bringt und auch eine gute Lichtsteuerung. Ist das ein neues Produkt am Markt? Ja, das ist eine sehr neue Entwicklung von einer österreichischen Firma. Die Lichttechnik stammt von EcoKain. EcoKain wurde im September 2011 im Zentrum für angewandte Technologie auf der Montanuniversität Leoben gegründet. Ziel ist es, mit neuartigen Lichtlenkungslösungen effizientere und ökologisch sinnvollere Wirkungsgrade zu erzielen. Das gelingt mit strahlungsphysikalisch optimierten Systemen. Ziel ist, die visuelle Qualität auf Arbeitsplätzen zu erhöhen. Das Ergebnis ist die Light Booster Technologie. Kern der Technologie ist die Kombination aus Reflektoren, Leuchtmitteln und Lichtlenkungsfolien. Das bringt effizientere Lichtabstrahlwerte bis zum Faktor 4, ohne dabei die zulässigen Höhen der Leuchtdichten zu überschreiten. Die effiziente Lichtlenkung wird durch hochwertige Regelungstechnik ergänzt. Die erfolgreichen Forschungstätigkeiten wurden für den Fast Forward Award 2012 und den Staatspreis 2013 nominiert. EcoKain hat damit bewiesen, dass Ökologie, Ökonomie und Ergonomie keine Widersprüche sein müssen. Mit den Vorzeigeprojekten der Light Booster Technologie wurden neue Maßstäbe in der Reflexion und Lichtbündelung gesetzt. Wenn ich da hinaufschaue auf diese angenehm hell strahlenden Leuchtstoffröhren, sehe ich, dass dahinter die Wärmeverteilungspaneele sind. Es stellt sich jetzt die Frage, wie erzeugen Sie für dieses Objekt überhaupt die Wärme? Da wir hier ein sehr gutes Grundwasserangebot haben, erzeugen wir die Wärme mit einer Grundwasserwärmepumpe. Wir haben einen Saugbrunnen und einen Schluckbrunnen, wo wir das Grundwasser herauspumpen. Die Wärmepumpe entzieht ein bisschen Wärme und dann wird das wieder in den Grundwasserkörper hineingeleitet.
Ich bin zwar kein Techniker, aber stelle trotzdem die Frage, mit welcher Ausbeute von Wärme könnte man oder kann man dabei rechnen? Wir können, wir haben einen sehr guten Wirkungsgrad, wir können mit einem Wirkungsgrad von 1 zu 5 bis 1 zu 6 rechnen. Und wie wird jetzt diese Wärme hier verteilt? Die Wärme wird über Deckenstrahler verteilt. Erklären Sie uns bitte die wichtigsten Highlights dieser Technik. Hier sehen Sie das Herzstück der Anlage, die Wärmepumpe mit den entsprechenden Steuerungen. Hier sehen Sie die entsprechenden Verteilungen mit den Pumpen und den Wärmekreisläufen. Wie viel Pufferkapazität haben Sie für diese Anlage? Wir haben hier eine Pufferkapazität von 1000 Liter für die Heizung und neben sehen Sie den kleineren Puffer mit 800 Liter für die Warmwasserbereitung, die wir über Sonnenkollektoren machen. Hier haben wir den Wärmetauscher, der das legionellenfreie Trinkwasser garantiert. Es ist wirklich beeindruckend, in welch kleinem Raum für ein so ein großes Objekt die Heiztechnik und die ganze Versorgung Platz findet. Jetzt wollen wir zur Produktvielfalt, die Sie hier auf diesem Standort anbieten, kommen. Herr Kubelker, wie ist die Geschichte und wie sind Sie auf diese... Ja, liebe Zuseher, das ist eine andere Geschichte und eine sehr interessante noch dazu. Daher erzählen wir Ihnen in einem eigenen Video auf unserem Referenzvideoportal www.dergutetipp.com, was Sie von der Firma Kubelker an fachmännischer Kompetenz und Beratung sowie an gutem Sortiment erwarten können. Schauen Sie sich das an.